Liebe Wölfe, ich freue mich sehr. Julian Klamt ist bei uns. Julian, unfassbare Zahl. 300 Pflichtspiele für den VfL Wolfsburg. Wir sehen das Trikot im Hintergrund. Ich glaube, ist ein Meilenstein, ein geiles Erlebnis. Ja, auf jeden Fall. 300 Spiele für einen Verein, bin ich sehr stolz drauf. Mit dem Ergebnis natürlich noch eine runde Sache gewesen. Auch 3-0. Es hat irgendwie gepasst, ja. Hast du denn so ein, zwei aus der Mannschaft sind ja da? Hast du der Mannschaft davon schon einen ausgegeben? Also, ja, natürlich. Es gab Pizza und Bier im Bus. Muss ich aber sagen, war ein bisschen gesponsert, aber es wird noch kommen. Sehr gut, da freuen sich, glaube ich, alle hier. Wenn du so auf deine Zeit beim VfL zurückblickst, die ja jetzt schon ein, zwei Tage andauert, was sind denn die Momente, die du jetzt gerade so herauspicken würdest, die absolute Highlights waren? Mit Sicherheit die beiden Meisterschaften in der Regionalliga Nord. Ich glaube, eine Liga zu gewinnen, ist, glaube ich, immer das Schönste als Fußballer. Das ist uns zweimal gelungen. Dann mit dem kommt natürlich gleich das Negative irgendwie hinterher mit den Relegationsspielen. Aber trotzdem, die Meisterschaften waren, denke ich, ein Highlight. Und natürlich auch früher die Zeit bei den Profis, wo ich oft mittrainieren durfte. Wo ich natürlich Spielern wie Mandzukic, Diego, Dzeko und Co. Begegnet bin. Das waren natürlich Highlights im Training. Jetzt ist es so, du bist in Wolfsburg geboren. Wolfsburg seit Ewigkeiten unter Vertrag. Darf man überhaupt in deinem Alter, du bist 29, darf man da überhaupt schon sagen, auch in Wolfsburg wird deine Karriere beendet irgendwann? Klar, ich denke schon. Also ich glaube, darauf läuft es jetzt hinaus. Alles andere wäre, glaube ich, Quatsch. Ich habe mein Leben lang gespielt. Ich bin, glaube ich, mit 12 zum VfL gekommen. Jetzt bin ich 29, wie du gesagt hast. Ich glaube, es wäre jetzt Quatsch zu sagen, ich werde den Verein noch verlassen. Also ich glaube, das ziehen wir jetzt durch bis zum Ende. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, es läuft auch momentan sportlich ganz gut. U23 auf Platz 1, 6 Punkte Vorsprung. Meisterschaft dieses Jahr? Sicher möglich. Ich will mich jetzt nicht festlegen, weil wir eine sehr junge Mannschaft sind und man da nicht vorausblicken kann. Aber im Moment haben wir eine sehr gute Konstanz drin. Wir als Truppe, wir kriegen es ganz gut auf den Platz gerade. Es läuft gut. Normalerweise sind wir in der Rückrunde immer ein bisschen stärker sogar noch. Deswegen haben wir, glaube ich, ganz gute Punkte gesammelt jetzt schon in diesem Jahr. Wir nehmen jetzt bis zum Winter noch alles mit, was geht. Und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Was würdest du sagen als Kapitän und was macht die Mannschaft derzeit so stark? Ich glaube, wir sind eine homogene Truppe hier. Wir verstehen uns alle untereinander gut, was wichtig ist. Und auf dem Platz, glaube ich, haben wir eine sehr gute Mischung. Ich glaube, wir haben mit Abstand die beste Offensive. Viele Leute treffen bei uns. Und hinten sind wir auch sehr stabil, die beste Abwehr. Also ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung in der Mannschaft. Am Samstag geht es dann in der Liga weiter. BSV Rheden kommt. Pflichtsieg? Wenn man auf die Tabelle guckt, sicher. Rheden hat eine abgezockte Herrenmannschaft. Das ist für uns natürlich nicht immer so leicht, gegen die zu bestehen. Aber ich glaube, gerade zu Hause sind wir eine Macht und ich glaube, das sollten wir auch am Samstag hinkriegen. Ja. Was passiert jetzt noch mit dem Trikot? Bekommt das einen Ehrenplatz bei dir daheim? Ja, sowieso. Das Trikot mit der Binde, die ich in dem Spiel getragen habe, kommt, denke ich, in den Rahmen und dann geht das zu Hause an die Wand irgendwo. Herzlichen Dank, bleib gesund und munter und alles Gute dir. Danke.